Juhu! Wir haben es echt geschafft. Wir haben es geschafft. Lalalala. So, Poki, was sagst du denn? Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Anzüglich? Naja. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Übrigens auch ganz lustig hier dieses Skelett mit dem Löffel in der Hand. Und in dieser Pose, die grausig, ob der irgendwie gelaufen ist, mit dem Löffel in der Hand. Ja, und dann irgendwie verreckt ist aus irgendeinem Grund. Na, Poki, was sagst du denn dazu? Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Oh. Also mit einem Löffel in die Freiheit löffeln, das ist doch auch mal eine wunderbare Idee. Gitter. Können wir damit nur irgendwie so... Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Ja, können wir das Gitter abmachen. Fest. Nicht so laut. Kann man da nicht mit den Zähnägeln irgendwas machen? Hallo! Psst. Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Kukave. Benutzen. Ja. Fest. Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Na dann? Auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. So, wir haben jetzt hier zum Rohr und wir haben jetzt zum Büro. Ich gehe erstmal zum Rohr. Ach, guck mal eine an. Gitter. Tja, damit kann man nicht viel machen anscheinend. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Mhm. Zu. War ja klar. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Und die Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung. Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Und die Helfershelfer und die Helfergehelften, Helfer. Ja. Poki. Um Ednas Antrieb nach draußen zu kommen noch zu verstärken. Es ist ein wunderschöner Herbsttag draußen. Die gesamte Farbstimmung und die Richtung der Wolken geben dem ganzen Spiel übrigens eine Richtung, die auch so ein bisschen durch das vulkanöse Thema des Titels, da bricht aus, unterstützt wird. Ednas Ausbruch verhält sich insgesamt wie ein Vulkanausbruch und so ist es halt sehr rot und heiß und orange auf dem Gipfel des Bergs, auf dem sich die Berganstalt, also die Anstalt von Dr. Marcell befindet. Und je weiter sie dann nachher runterfließt, desto mehr kühlt diese Lava ab und bis sie dann irgendwann gegen Ende des Spiels so auch ihre Motivation halt quasi auszubrechen, so gut wie stagniert ist, findet sich im Farbschema wieder, wie gesagt, in der Richtung der Wolken. Alles zieht Edna sozusagen von diesem Berg runter in Richtung ihres Elternhauses.
Ätna bricht aus. Ach Mann, und das fällt mir jetzt erst auf. Ja, es gibt ja noch diesen Vulkan. Der Ätna. Ach Mensch. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen bisher. Stimmt ja. Der Ätna bricht aus. Ha, 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 ha. Ha, schlecht ist das ja nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, machen wir jetzt so weiter, bis wir keine Fußnägel mehr haben. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Ach Mensch, vielleicht den Harvey daraus stopfen. Vielleicht kannst du dieses Gitter durch... Leider... Ja, Plüschzähne, Fortizähne meine ich natürlich. Und hier... Freiheit! Freiheit! Ja, klappt wohl nicht so ganz, das heißt, wir müssen hier durch. Zurück an unserem Freund vorbei und ab hier rein. Ach, da hinten sind wir. So, jetzt sind wir hier im Büro drin. Jetzt mache ich mal kurz speichern. Ja, möchte ich speichern. So, Pokale. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Kann man die sich klauen? Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Reden. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Benutzen. Hurra! Ich bin die Nummer 1. Jaha! Champ, Champ, Champ! Die ist ja bekloppt, so laut hier. Poki, unser Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel rapierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Was für ein Poloschläger? Ich sehe keinen Poloschläger. Hier hinten? Poloschläger! Ein Meisterstück. Ja. Ein Poloschläger. Ach Mensch, den haben wir jetzt auch genommen. Wunderbar. Können wir jetzt mit dem Poloschläger die Pokalvitrine einkloppen. Der Doktor ist offenbar ein Poloprofi. Können wir nicht. Schrank. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ich auch, ich auch. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Hallo, ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja. Benutzt. Oh, guck mal einer an. Hier ist der Stuhl natürlich im Weg. Kann man die andere Schranktür umgehen? Oh ja, wir stöcken Harvey da rein. Hier, Harvey. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Och, warum? Rein da. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Artikel. Artikel, Artikel, Artikel. Was steht da? Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Nichtraucher im Streichelzoo vermisst. Diese Meldung könnte sensationeller nicht sein, wenn sie ein Überschallhuhn wäre. Überschallhuhn. Der langjährige Nichtraucher... Achso, ich glaube, der Artikel da oben wäre gemeint. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad... Huch, Konrad, den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, Alfred Dingens, ne, Marcel, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die in der Obhut von Dr. Horatio Marcel. Horatio. Dem Leiter der hiesigen
psychiatrischen Heilanstalt überantwortet wird. Ja. Genau. Können wir hier wieder zurück oder so? Zurück. Ich werde ja mal für die Tür hier. Geht nicht. Huch! Die ist ja auf. Oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Ich hatte Hilfe von außen. Also ich finde hier, dieser Minigolf-Wächter hat mich freigelassen. Schön. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel, er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Ja, genau. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich hatte geheime Psy-Kräfte, ja. Ich habe geheime Psy-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ausgeprägte Fantasie, das Fräulein, das muss man schon sagen. Willst du nicht? Na? Ja, ich möchte doch gerne mal wissen, was noch passiert hier so. Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ja, wir haben noch so ein paar Sachen hier. Genau. Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Nee. Ach, so nett der Herr. Willst du nicht wissen? Mein Stoffhase, mein genau. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Genau! Willst du nicht? Ja. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Es ist mir auch egal. Hauptsache, du kommst endlich, damit ich dich zurück in deine Zelle sperren kann. Ha! Niemals! Ja. Hannibal. Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Ich verstecke mich am besten im Schrank. Können wir den vielleicht mit dem Poloschläger eins rüberkloppen? Bock! Okay, das war ja jetzt einfach. Edna erschlagen, großes Tier. Ugh. Ach, herrlich. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Okay. So, können wir den jetzt noch eben zumachen? Nee, das geht nicht. Zack, zu, so, weg ist er, ja voll. So, ich würde sagen, wir klauen uns noch den Kugelschreiber, dann klauen wir uns noch am besten Diplom.